Wir sind an der Zürcher Europaallee und wollen über Geld und Banken reden. Würden Sie mit mir über Geld reden? Haben Sie sich mal angeschaut, wie viele Zinsen Sie bekommen und wie viele Gebühren Sie zahlen? Ich habe es mal angeschaut, aber ich glaube, es ist so wenig, dass es nicht wirklich wichtig ist. Ist dir wichtig, wie viel das kostet und wie viel Zins bekommst? Würdest du zu einer günstigeren Bank wechseln, wenn es das gäbe? Ich glaube schon. Im Moment ist es mir wie noch nicht so wichtig, aber ich glaube, später würde ich das schon vergleichen, ja. Hast du ein bisschen verglichen, wo es am günstigsten ist? Weißt du, wie viele Gebühren du zahlst, wie viele Zinsen? Nein, das weiß ich überhaupt nicht. Also, ich war einfach dort, ich war schon immer bei der UBS. Ich glaube, wir sind viel zu wenig, also ich bin viel zu wenig sensibilisiert worden auf das Thema. Ist es rentabel für mich? Ich bin so am Überlegen, ob ich wechseln sollte. Den Durchblick bei Bankkonten hat Benjamin Manz von der Vergleichsplattform Moneyland. Seit 10 Jahren ist er im Geschäft. Er sagt, der Vergleich lohne sich für Nutzer von Privatkonten. Es gibt größere Unterschiede bei den Kosten und Gebühren, zum Beispiel bei den Kartengebühren, Kontoführungsgebühren, bei Bargeldbezügen, die gehen häufig ins Geld, und auch bei Transaktionen und Käufen im Ausland, dort müssen sie häufig höhere Gebühren zahlen. Für Kassensturz berechnet er Gebühren und Zinsen von verschiedenen Profilen. Zuerst das Privatkonto einer erwachsenen Durchschnittsnutzerin mit einem Betrag von 10.000 Franken. Die Musterkundin tätigt Zahlungen und Daueraufträge im Online-Banking. Sie bezahlt in der Schweiz mit einer Debitkarte und bezieht Bargeld an fremden Bankomaten. Die Debitkarte benutzt sie auch gelegentlich im Ausland zum Zahlen und Geld abheben. Die Unterschiede zwischen 16 Anbietern mit Schweizer Banklizenz sind groß. Bei der Neobank U erhält sie 66,35 Franken pro Jahr, wenn sie das Geld 5 Jahre auf dem Konto hat. Bei der Onlinebank Zack sind es 30 Rappen. Bei allen anderen Banken legt sie drauf, bei Neon 8 Franken. Allerdings sagt die Bank, wenn man das Geld intern verschiebe, gebe es mehr Zins. Dann wäre Neon auf Platz 2. Am teuersten sind das traditionelle Privatkonto von Credit Suisse mit 150,50 Franken und für Nichtmitglieder ohne Anteilsschein die Raiffeisenbank. Sie bezahlen jährlich 173,50 Franken drauf. Experte Benjamin Manz erstellt ein zweites Profil für Leute, die Konto und Karte intensiver nutzen. Privatkonto für eine Vielnutzerin mit einem Betrag von 25.000 Franken. Die Musterkundin macht die gleichen Transaktionen, aber häufiger, und sie reist öfter ins Ausland. Auch hier sind die Unterschiede groß. Am besten fährt die Nutzerin mit den Neobanken U mit plus 140 Franken. Zack, plus 10. Neon, minus 32. Am schlechtesten mit der UBS mit einem Verlust von 219 Franken. Und der Raiffeisenbank mit minus 250 Franken für Nichtmitglieder ohne Anteilscheine. Bei allen Nutzungen von Privatkonten schneiden klar Onlinebanken am besten ab. Also wenn Sie internetaffin sind und auch mit Ihrem Smartphone können gut umgehen, lohnt sich auf jeden Fall mal so eine Neobank anzuschauen. Der Grund ist, die Kosten sind häufig deutlich tiefer als bei einer klassischen Bank. Also es kann sich lohnen. Am Anfang vielleicht mal einfach als Zusatzlösung. Können Sie es mal ausprobieren, ob das für Sie funktioniert und ob Sie damit zufrieden sind. Können sich Passanten einen Wechsel zu einer Neobank vorstellen? Die Neon, die U, die Zack. Haben Sie von diesen Online-Banken schon mal etwas gehört? Wäre das für Sie eine Möglichkeit? Nein, ich habe lieber so etwas Traditionelles. Online-Banken, die haben keine Schalter mehr. Man macht alles online, dafür sind sie günstiger. Käme das für Sie in Frage? Absolut nicht. Warum? Nein, ich bin viel zu konservativ und alt wahrscheinlich. Ich brauche den persönlichen Kontakt. Ich brauche auch das Gefühl, ich muss in eine Filiale reingehen können. Da gibt es jemanden, der mich ernst nimmt. Online-Banken, da gibt es keinen Schalter. Die sind dafür oft günstiger. Wäre das eine Option für Sie? Das wäre eine Option, mache ich jetzt eigentlich auch. Ich mache eigentlich alles online. Wie sind Sie auf die Onlinebank? Also vor allem zusammen mit dem Ausland, weil einfach halt ja, Geldbeziehen günstiger ist und Transaktionen auf ausländische Konten günstiger ist. Langsam bezahlen Banken wieder etwas höhere Zinsen auf Sparkonten. Doch wie sieht der Vergleich da aus? Lohnt sich ein Wechsel? Bei Sparkonten gibt es größere Zinsunterschiede. Darum lohnt sich auf jeden Fall dort
zu vergleichen und allenfalls zu wechseln oder einfach ein zusätzliches Sparkonto zu eröffnen. Diese Auswertung macht er mit einem Sparkonto, auf dem 50.000 Franken liegen. Die Ergebnisse sind für Sparer sehr interessant. Je nach Bank machen sie pro Jahr mehrere hundert Franken vorwärts. Den besten Deal machen Sparer bei der Luzerner Kantonalbank. Sie haben nach einem Jahr 376 Franken. Bei der UBS sind es nur 50 Franken 10 Gewinn. Aber Achtung, bei den Banken in Grau können Sparer keine 25.000 Franken ohne Kündigungsfrist beziehen. Sein Fazit zu den Sparkonti. Wenn Sie mehr Geld im Sparkonto haben, kann das schnell mal mehrere hundert Franken pro Jahr ausmachen. Oder sogar mehr als 1'000 Franken pro Jahr, wenn Sie wirklich viel Geld auf dem Sparkonto haben. Es lohnt sich definitiv, Angebote von verschiedenen Banken zu vergleichen und gegebenenfalls zu wechseln. Über das Wechseln reden wir jetzt noch im Studio. Zuerst aber noch ein wichtiger Punkt zu diesem Kontovergleich. Was wir gemacht haben, ist eine Annahme getroffen für ein Nutzerinnenprofil. Und nachher haben wir Konten verglichen. Die Banken betonen, dass dieser Kontovergleich je nach Annahme können variieren könnte. Selbstverständlich ist das eine Momentaufnahme und eine Annahme, die wir getroffen haben, was wir jetzt da gemacht haben. Das heisst, nachfragen und genau prüfen lohnt sich bei den Banken in jedem Fall. Bei uns im Studio ist jetzt Florian Schubiger. Er ist Fachperson, wenn es um Anlageberatung, Vermögensverwaltung geht. Grüß Gott, Herr Schubiger. Guten Abend. Ihr habt die Ergebnisse jetzt gesehen, Herr Schubiger. Wie lassen sich die riesigen Unterschiede erklären, wenn wir zum Beispiel die Privatkonten anschauen, so bei der Durchschnittsnutzung? Wie kommen die zustande? Wir haben im Beitrag vorher gesehen, die meisten Leute wissen eben gar nicht, wie viele Bankgebühren sie effektiv zahlen. Es ist nicht so ein transparenter Markt, es ist ein Gebührendschungel. Und da hat es natürlich gewisse Institute, die dann auch probieren, höhere Gebühren entsprechend durchzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir neuere Anbieter, andere Anbieter, insbesondere die Online-Banken, die wir gesehen haben, die neu am Markt sind, die Marktanteile gewinnen wollen, die offensiv sein bei den Preisen, die auch die Dienstleistungen effizienter anbieten können, weil es online ist. Und das erklärt dann die entsprechenden Unterschiede, die wir vorher gesehen haben. Schauen wir uns doch die Privatkontonutzung durchschnittlich noch einmal an. Also 10'000 Franken haben wir da bei so einer Durchschnittsnutzung. Was könnt ihr sagen zu den ersten Plätzen, eben die sogenannten Online-Banken? Was steckt da dahinter? Es sind verschiedene Anbieter, die dahinter sind. Bei U ist es Swissquote und PostFinance. Bei Zack ist es Bank Claire. Neon hat eine Kooperation mit der Hypothekarbank Lenzburg. Ja, sind eigentlich wie auch normale Banken, jetzt rein von der Sicherheit her, weil eben Banken auch entsprechend dahinter stehen oder eine Kooperation vorhanden ist. Und was heisst jetzt das? Also eben, wenn ich da schaue, Raiffeisen mit jetzt hier in diesem Ergebnis im absolut schlechtesten Resultat, dann zahle ich 173 Franken, anstatt dass ich jetzt im Gegensatz zu Juno etwas überkomme. Kann ich jetzt einfach ganz simpel sagen, ich wechsle? Ja, der Vergleich ist eine Momentaufnahme, muss man sagen. Es ist für ein gewisses Nutzerprofil. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man dort natürlich Anpassungen vornimmt in dem Vergleich, es sind immer die gleichen Banken in der Tendenz oben. Und auch die am Schluss sind vom Vergleich, dürften die jetzt, wenn man gewisse Parameter ändert, auch wieder wahrscheinlich nicht gerade zoberst sein. Das ist zwar eine Momentaufnahme und ein Mustervergleich, aber das, was man natürlich sieht, bis zu einem gewissen Punkt, kann man auch ist sich selber. Genau, okay. Genau. Jetzt haben wir schon einen Beitrag gehört, aber so eine Online-Bank hat keinen Schalter und gleich probier es doch mal aus, ist das eure Empfehlung? Ja, absolut. Wir haben es vorher im Beitrag gesehen. Oder die unbedingt einen Schalter wollen, für die ist das nichts. Und für alle anderen, finde ich, kann man es einmal ausprobieren. Es ist sehr angenehm. Man hat das Konto sozusagen immer im Hosensack, kann immer gerade schauen. Wenn es am Schluss gleich nichts ist für einen, kann man es wieder saldieren. Viel verloren hat man dann auch nicht. Jetzt, nicht zuletzt bei der Fusion, die wir jetzt da gerade, erlebt haben, ist so die Sicherheitsfrage selbstverständlich im Raum. Auch bei diesen Online-Banken steht die im Raum. Wie sicher sind all die Anlageinstitute, die wir jetzt hier getestet haben? Die sind grundsätzlich sicher, kann man sagen. Also jetzt auch die neue fusionierte UBS oder die alte CS sind sehr sicher aktuell natürlich. Hat man gesehen, die haben das Vertrauen bekommen von den Finanzmärkten. Also dort muss man jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass etwas passieren könnte in der nächsten Zeit. Bei den Online-Banken ist es ein bisschen schwieriger, um herauszufinden, wie die Haftungsstrukturen sind. Eben dort ist zum Beispiel eben Neon, die ja selber nicht eine Bank ist. Die haben keine Bankenlizenz, die haben eine Kooperation mit der Hypothekarbank Lenzburg. Also muss man dort die Hypothekarbank Lenzburg anschauen. Es ist ein bisschen aufwendiger, um es herauszufinden. Aber am Schluss kann man allgemein auch sagen, die Online-Banken sind genau gleich sicher wie die anderen Banken auch. Das heisst, was ist mein Schutz? Schutz ist Einlegerschutz in der Schweiz, den wir haben, 100'000 Franken. Der greift bei kleineren Banken.
Darum ist es auch gut, wenn man vielleicht sehr viel Geld hat, wenn man das verteilt auf gewisse Banken, wenn man über den 100'000 ist. Ja, ist sicher gut, wenn man nicht alle Eier im gleichen Korb legt. Und was man vielleicht noch sagen muss, es gilt einmalig, also wenn ich bei einer Bank mehrere Konten habe oder zum Beispiel also bei einer Online-Bank bin, wo aber eine Postfinanz zum Beispiel angehängt ist, ist das einmalig der Sicherheitsschutz. Das ist richtig, ja, pro Bankkund, genau, okay. Das ist wichtig zu wissen. Gut, aber wir haben im Test jetzt nur solche mit Einlegerschutz gehabt, ist noch wichtig zu sagen. Schauen wir uns die zweite Tabelle an, wo es um die Sparkonten geht. Wir haben hier auch wieder grosse Unterschiede, weil man jetzt hier auffällig sieht, aber die Online-Banken sind nicht mehr vorhanden. Warum? Die Onlinebanken haben sich ein bisschen spezialisiert auf die Geschäfte, die man jeden Tag braucht, Zahlungsverkehr und so weiter. Dort sind sie extrem stark, dort sind sie auch effizient und können das auch entsprechend günstig anbieten. Bei den Sparkonten geht es vor allem um den Zinssatz. Und wenn es um den Zinssatz geht, sind die Banken auch stark, die natürlich entsprechend die Gelder wieder verleihen können, als Kredit, als Hypotheken. Und dort sind eben in diesen Geschäften, dort sind die reinen Onlinebanken noch nicht so stark vertreten. Und das erklärt, wieso sie jetzt bei den Sparkonten noch nicht so vorne dabei sind. Also jetzt haben wir es vorhin gesehen, aber auch da gibt es grosse Unterschiede bei diesen Zinsgeschäften. Die sind im Moment extrem stark in Bewegung. Da wird sich noch Sachen verändern. Was würdet ihr da empfehlen? Wechseln, obwohl es allenfalls noch Veränderungen gibt? Ja, es gibt natürlich immer Veränderungen. Im Moment haben wir einen Zinsanstieg gehabt. Das heisst, es haben noch nicht alle Banken angezogen. Die Unterschiede der Zinsen sind gross. Aber auch darum ist es auch spannender zum Wechseln, oder, am Schluss. Mhm. Ich glaube, man kann jetzt einen Vergleich machen. Man kann schauen, welche Bank ist einem sympathisch. Man kann jetzt wechseln. Und es wird nicht so sein, dass in 3 Monaten wieder alles zusammen anders ist. Also die eben vorne dabei sind zu einem Zeitpunkt, sind meistens nachher nicht zuhinterst hin. Ich muss nicht Angst haben, um jetzt in 3 Monaten wieder alles wechseln, weil sich jetzt vielleicht etwas geändert hat. Super, merci vielmals Florian Schubiger für die Einordnung. Und wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme, was wir hier machen. Danke euch. Und wenn ihr diesen Bankkontenvergleich noch einmal in aller Ruhe nachlesen wollt, dann findet ihr den bei uns im Netz, und zwar unter srf.ch/kassensturz.